Linda Miesler, Sie arbeiten an der Fachstelle Science to Business. Was sagt die Forschung zum Thema Marketing ist weiblich? Wir an der Fachstelle beschäftigen uns ja vor allem mit dem Konsumentenverhalten. Daher stellt sich für uns natürlich die Frage, was findet oder was weiß die Forschung im Bereich Konsumentenverhalten zu dem Thema. Wir würden uns dieser Fragestellung so annähern, dass wir uns fragen, worin unterscheiden sich Männer und Frauen in Entscheidungsprozessen beispielsweise? Was ist das typisch Weibliche an Kaufentscheidungen? Was ist das typisch Männliche? Und da kann man in der Forschung Unterschiede finden zwischen Männern und Frauen, die sich dann auch über verschiedene Studien haben belegen lassen. Was sind das für Unterschiede? Da gibt es natürlich einerseits Unterschiede in Interessen. Frauen haben andere Interessen als Männer. Gut, teilweise gibt es da natürlich schon auch Vermischungen. Das wäre die eine Sache. Dann gibt es Unterschiede in Persönlichkeitseigenschaften, die relativ gut belegt sind. Und das sind dann so Unterschiede wie Frauen legen mehr Wert auf soziale Beziehungen, Frauen lassen sich stärker durch ihre Emotionen beeinflussen, Frauen sind vielleicht auch stärker intuitiv, weniger an Fakten interessiert. Und all das sind ja dann auch Aspekte, die vor allem relevant werden, wie Frauen Kaufentscheidungen treffen. Sie haben als Psychologin auch das Konsumverhalten studiert. Haben sich die Bedürfnisse der Frauen in den letzten Jahren verändert? Ob sich die Bedürfnisse verändert haben, kann ich gar nicht wirklich beantworten. Ich denke eher, die Frage muss so formuliert werden, haben sich die Rahmenbedingungen für Frauen verändert? Und da würde ich sagen, dadurch, dass Frauen immer bessere Chancen haben, besseren Zugang zu Bildungsmöglichkeiten, haben sie einfach auch bessere Möglichkeiten, wenn es darum geht, selbstständig Kaufentscheidungen zu treffen. Frauen heutzutage haben ja häufig ihr eigenes Einkommen, sind auch häufig Singles, sind daher weniger stark beispielsweise von ihrem Mann oder ihrem Partner abhängig, als das vielleicht vor 50 Jahren war. Was heißt das jetzt für Firmen, wenn sie die Zukunft planen? Wie wird sich das Konsumentenverhalten in Zukunft noch verändern? Da ist es vor allem relevant, das Konsumentenverhalten wirklich breit zu betrachten. Aktuell ist ja das Schlagwort Customer Experience sehr wichtig, also optimale oder positive Kundenerlebnisse zu schaffen, sowohl vor dem Kauf, als auch während des Kaufs, als auch nach dem Kauf. Und da könnte man nun stärker Aspekte berücksichtigen, wo man sagen kann, die sind vielleicht typisch weiblich. Das sind so Sachen, die ich jetzt schon angesprochen habe, beispielsweise stärker zu schauen, welche Rolle spielen soziale Beziehungen, muss ich stärker vielleicht in die Beziehung zu meinem Kunden involvieren, welche Rolle spielen Emotionen, wie kann ich stärker Emotionen berücksichtigen bei der Gestaltung dieser Kundenerlebnisse. Und als dritte Sache auch, ja, welche Rolle spielt die Intuition? Man darf nicht mehr unbedingt davon ausgehen, Konsumenten im Allgemeinen entscheiden rational, sondern auch stärker intuitiv. Und diese drei Aspekte, soziale Beziehungen, Emotionen und Intuition, die man vielleicht so als typisch weibliche Eigenschaften bezeichnen könnte, die sollten stärker in der Gestaltung der Kundenerlebnisse berücksichtigt werden.